Nun mit dem 11. Teil des Minecraft die Amant Let's Play. Ich habe jetzt hier angefangen, Zuckerrohr. Bis jetzt kann ich jetzt die Zuckerrohrfarm sehen. Um zu bauen. Kann ich nämlich auch Zuckerrohr züchten. Und unten am Boden grabe ich erstmal noch. Ich soll erstmal mit dem Zuckerrohr wachsen. Wow, hier ist Diamant. Hier ist wieder Diamanten. Und bemooster Cobblestone. Hier ist das Haus. Und was mache ich denn jetzt? Das Eisen ist fertig, das heißt, ich kann das. Also hier nicht rein, sondern in die wertvollen Truhe, wo die Truhe mit wertvollen Dingern drin ist. Die Truhe hat keinen Namen, also Sachen, die man im Moment nicht braucht. Das kann ich zum Beispiel. Was sind reinpacken? Nein, das Eisen wollte ich ja hier. Und das wertvolle reinpacken und die Diamanten kommen hier raus. Das hat nämlich auch nur noch eine Reihe. Nein, nein, die 4 Diamanten, die können auch hier rein. Jetzt habe ich nämlich 1, 2, 3, 7, 8 Stacks schon. 8 Stacks von Diamanten. Hier geht's runter. Ich habe einen 3 Block breiten Gang gegraben. Nach unten, nach unten kann man ganz schnell runterlaufen. Nach oben kann man ja immer jeden Block immer einzeln hochhopsen. Grab mal jetzt in die Richtung. Hier ist Höhle, deswegen grabe ich mal noch Diamanten, lasse ich hier erstmal in Frieden. Grab mal hier hinein. Und direkt Eisen gefunden. Wie gut das ist. Redstone. Oh, habe ich noch Fackeln irgendwie? Nein, ich habe keine Fackeln mehr, aber ich kann jetzt hier welche herstellen. Ich soll jetzt mal einen 64er Stack herstellen. Den noch ein bisschen Kohle übrig habe. Ein 64er Stack Fackeln. Und jetzt hier einfach mal weiter graben. In der Diamantspitzhacke geht es ziemlich schnell und ich habe schon wieder Redstone. Und da sind 2 Blöcke Redstone vorkommen. Sollte eigentlich auch mal langsam mal Gold finden. Und wieder Diamanten. Das wird klar, wenn ich jetzt Diamanten maximal hochgeschraubt habe, dass dann auch relativ große und viel Diamantvorkommen auftritt. Und dadurch nebenbei Diamanten einsackt. Aber ich suche ja nicht nach Diamanten, sondern nach Gold. Redstone brauche ich ja auch dafür, aber ich brauche auch noch mehr Gold. Grab nochmal ein bisschen weiter rein und schon wieder Diamanten. Dann trifft sie sich ständig auf Diamanten. Ein Erdvorkommen hier. Und noch mehr Diamanten. Ganz so viele Diamanten hier. Das Granit, nein, das ist Diorit, Leute, oder? Ja, das ist Diorit. Ich höre wieder Wasser. Fackel. Und wieder mit dem Diorit. Wir müssen natürlich auch wiederum Fackeln platziert werden.
Diamantspitzhacke weiter graben hier. Aber ich stoße irgendwie nie auf Gold hier. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich suche nämlich hier nach Gold. Diamanten brauche ich jetzt gerade keine, aber ich brauche Gold. Ja, das ist natürlich ein Diamantvorkommen hier. Wieder 44 Diamanten. Für Lava. Und jetzt sind endlich auch mit Diamanten hier. Ich suche nämlich nach Gold und nicht Diamanten, wie ich schon gesagt habe. Oh, das ist aber ein riesiges Diamantvorkommen hier. Muss ich mich durch Diamanten durchgraben. Da hört sie da auf, oder kommt noch mehr Diamant. Da ist schon über ein Deck Diamanten. Weil es einfach so ein riesiges Diamant vorkommen ist. Aber immer noch kein Gold. Das ist wieder ein bisschen Diorit. Granit. Aber ich grabe bis höchstens 8 Minuten Aufnahmezeit. Das wären etwa 1,5 Minuten. Dann grabe ich erstmal nicht mehr weiter. Und ich oberirdisch arbeite nicht mehr weiter. Jetzt hier Gold zu finden. Hier ist ein Lavasee. Da sind meistens eigentlich eher Diamanten als. Die scheinen immer häufig an Lavaseen zu kommen, die Diamanten, aber. Weil ich die ja auch so maximal auch in der Oberfläche habe, kommen die ja auch an der Oberfläche vor. Das ist alles nur Diamant hier. Gold! Da ist ja Gold. Aber ich habe nicht Gold gefunden. Vier Blöcke reichen nicht aus. Ich brauche mindestens 6, um Boosterschienen herzustellen. Hier ist alles nur Diamant. Das ist Kohle, das ist Eisen. Eisen nehme ich natürlich auch mit. Das Wetzel und das noch mehr Kohle. Hier ist viel Diamant. Da ist noch mehr Gold. Also ich bin jetzt hier auf Goldsuche, deswegen. Die Diamanten, die stören da eigentlich ein bisschen. Das Wasser will ich auch gerade nicht. Wo war denn hier das Gold? Da. Hier ist das Gold, was ich abbauen will. Ach, das geht runter. Hier ist nur Diamant sonst. Ich muss mich einfach wieder zurückgraben. Ja, wo geht's denn zurück? Wo komme ich denn jetzt her? Aber irgendwie bin ich jetzt hier auch nur oben auf den Lavasee gestoßen. Ich bin irgendwie von oben auf irgendeinen Lavasee. Ach, hier bin ich mit der Erde. Bin ich hier oben auf den Lavasee gestoßen. Jetzt habe ich nämlich immerhin 6 Golderz. Das heißt, ich kann mit 6 Golderz auch 6 Boosterschienen machen. Das ist 1 zu 1 effizient. Das heißt, braucht man mindestens 6, weil weniger 6 kann man nicht craften. Deswegen braucht man mindestens 6. Jetzt laufe ich erstmal wieder diesen Gang zurück. Hier sind relativ viele Fackeln. ...30 FPS habe ich eingestellt, dass es nicht mehr macht. Die haben mich durchgegraben. Und hier ist der sozusagen... Ich muss ein bisschen ordentlicher machen hier. Und so viel Cobblestone. Und ein Material, was ich sehr viel habe, aber kein Holz. Ich will sonst vielleicht die Außenverkleidung des Kellers machen. Und vielleicht auch hier die ganzen Diamanten hier alle abreißen. Guck mal, wie weit das jetzt vorgekommen ist. Hier ist viel Erde, Diamant, Stein. Da, die man im Moment nicht braucht. Mal hier erstmal hoch, guck mal, wie weit, ob das Zuckerrohr gewachsen ist. Jetzt ist noch nicht gewachsen.
Es ist jetzt gerade Abend. Die Sonne geht unter. Das heißt, ich muss erstmal sowieso gleich pennen. Du kannst nur nachts schlafen. Die Sonne hat sich noch nicht berührt. Aber jetzt berührt darf. Jetzt kann ich nämlich schlafen. Wird nämlich die Nacht übersprungen, dann bin ich am nächsten Morgen. Könnte man hier nach irgendwas mal hier in der Biom suchen. Schaf. Vielleicht nicht hier noch irgendwo ein. Kann ich vielleicht immer noch andere Biome finden. Hier sollte ich eigentlich gerne aus der Mega-Tiger hier raus. Da ist noch mehr Zuckerrohr, das heißt, ich kann noch ein bisschen mehr züchten an Zuckerrohr. Musigen Cobblestone hat man hier überall. Das nochmal ein weiteres Schaf und hier habe ich auch noch mehr Zuckerrohr. Es scheint hier kein Biomende zu sein, das ist ein anderes beginnt. Da ist nämlich nur Ozean. Ach, hier unten ist Gras. Und da vorne ist noch ein Baum ohne Holz oder so, oder? Oder ist hier irgendwie ein Baum oder ein anderes Biom in Sichtweite? Hier ist überall diese moosigen Kobbels, aber irgendwie will ich aus dem Biom trotzdem raus. Und hier ist doch geduster, da ist auch noch mehr Kobbel. Also moosiger Kobbel. Da steht das Haus von mir. Weil ich da auf dieser Art kleine Insel hingebaut. Aber hier ist kein anderes Biom in Sicht. Aber ich will ja gerne mal andere Holzarten herholen. Müsste ich erstmal hier den ganzen Wald hier roden, um dann hier andere Holzarten anzupflanzen. Also das Roden würde auch sehr lange dauern. Aber hier ist kein anderes Biom in Sicht. Mit grober Erde kann ich auch nicht viel anfangen. Da schwimmen auch zwei mähende Tiere. Mähende Tiere. Und Schafe. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Habe auch einiges an Cobblestone. The most of Cobblestone. Müssen wir die 6 Golderze verbrennen oder die Diamanten können erst rein. Boah, ich habe schon über 9 Stacks Diamanten. Die Spitzhacke geht aber auch bald kaputt. Jetzt habe ich hier noch 6 Golderz. 44 Holzkohle. Eisenerz habe ich auch noch 11. Zuckerrohr. Kann ich noch ein bisschen mehr anpflanzen davon. Aber mit dem Nahrungsraum kann ich mich gerade über Wasser halten. Ich warte mal, dass das Gold fertig ist, weil dann kann ich nämlich noch das Eisen reinschmeißen. Na, ist gleich fertig. Jetzt kann das Eisen noch brennen.
6 Goldbarren. Jetzt kann ich erstmal eine Booster Wheel herstellen. Booster Wheels gehen so mit 6 Goldbarren. Deswegen habe ich auch unbedingt noch Gold gesucht in diesem Part. Und ich hier immerhin 8, 6 Antriebsschienen gekriegt haben. Jetzt also die Redstone fackeln. Und dann brauchen wir natürlich erstmal noch viele normale Schienen. Oder ich kann auch direkt, also ich brauche noch Eisen. Hier Eisen brauche ich auch noch dazu. 36 Eisen. Eisen habe ich ja nicht so viel zur Verfügung, also. Ich glaube, das würde reichen. Ein 64er Stack würde schon mal reichen. Und ich brauche 2 deaktivierte Booster Wells auf jeden Fall. 6 würde noch nicht reichen, um von unten nach oben zu kommen. Aber ich brauche jetzt mal hier 2 deaktivierte. Hier oben einer. Und dann muss ich das in eine Art Block dran machen, wo das dran losgeht. Hier ist Holzblock und hier. Glaube ich, so eine Schiene und dann 1, 2, 3 und wieder eine Schiene und wieder 1, 2, 3 und wieder eine, 1, 2, 3 und wieder eine. Jetzt erstmal die Schienen sind ausgegangen. Der 16, also von hier hin. Hier kommt auch noch eine Booster Whale hin. Ich muss natürlich erstmal den fehlenden Booster Whale, wie viel brauche ich denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 brauche ich noch, also muss ich noch mindestens 12 Goldblöcke, Golderz finden. Dann kriege ich das erst hin. Ich brauche also mindestens 12 Golderz noch. Und kann Fackeln nehmen. Holz habe ich auch relativ viel, 50 nehme ich aber mit. Ein Weizenkorn habe ich immerhin noch. Ein Weizenkorn. Kann ich ja noch die einpflanzen. Geht nicht zu gut. Und keine Samen gedroppt. Der dann schon auch keine gedroppt. Da haben wir schon 2 keine gedroppt, deswegen. Ich hab schon wieder nur einen gedroppt. Der hat 3 gedroppt. Also eine Ausbeute müsste generell ist die höher als. Die ist generell höher als die von. Langsam halten wir auf der Kanal, die Daumen nach oben kalt und ein Abonnieren wäre auch nicht schlecht.